was ich an politischen Erfahrungen persönlich gemacht habe, hat für mich mancherlei Schwierigkeiten in der Folge gehabt, weil ich ja sehr lange für das Deutschtum in Polen gearbeitet habe und aus dieser Zeit heraus ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber dem Polen praktisch erlebt habe. Das ist eine... Aber nicht ein vielfaches Hin und Her, das Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen. Im Wesentlichen gedacht an die vielen Morde. Morde? Die im Inland und im Ausland passiert. Sie sind ja ein schäbiger Lump! Wegen der vielen Morde. Die Aussage von Ulrich Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld gehört zu den mutigsten und eindrucksvollsten in den Prozessen gegen die Männer, die das Attentat auf Hitler am 20. Juli geplant und ausgeführt hatten. Selbst vor dem schreienden Präsidenten des Volksgerichtshofes Roland Freisler sprach Schwerin von den Morden, von Erfahrungen, die ihn zum Widerstand gedrängt hatten. Ja, mein Vater hatte ja Hitler seit dem Hitlerputsch erlebt. Er war ja damals Student in München und hatte auch den Ausgang des Hitlerputsches erlebt und hat die Karriere Hitlers und der Nationalsozialistischen Partei verfolgt, die ja gepflastert war mit Auseinandersetzungen auf der Straße. Und ein ganz wesentlicher Punkt war der Mord von Potempa. Das war 1932 im August, wo ein junger kommunistischer Landarbeiter in Oberschlesien, im oberschlesischen Dorf Potempa, von SA-Leuten totgeschlagen wurde. Und natürlich gab es nach 1933 eine ganze Fülle von Begebenheiten. Ein ganz wichtiger Punkt für meinen Vater war auch die Morde, die organisierten Morde, die sich auf seinem Besitz in Westpreußen im damaligen polnischen Korridor abspielten, wo im Anfang Oktober 1939 auf seinem Besitz systematisch Juden und Polen umgebracht wurden. Und das hat er zwar nicht persönlich erlebt, aber er hat sehr, direkt davon gehört und das berichtet bekommen. Und das war natürlich ein ganz starker Eindruck für ihn. Und insofern, wenn er von Morden spricht, denkt er an Potempa, er denkt an die Morde auf seinem Besitz in Polen und er denkt an das, was er im Lauf des Krieges gehört hat. Die Polen errichteten eine Gedenkstätte, ähnlich wie es Schwerin in seinem Testament 1942 verfügt hatte. Ich bestimme ferner, dass an der Stelle im Kieslager meines Sartowitzer Forst, wo die Ermordeten aus dem Spätherbst 1939 ruhen, ein sehr hohes Holzkreuz aus Eiche gesetzt wird, mit folgender Inschrift. Hier ruhen 1400 bis 1500 Christen und Juden. Gott sei ihrer Seele und ihren Mördern gnädig. Das Kreuz hatten die Polen für die 10.000 dort Ermordeten aufgestellt. Die Tafel an der Kirche von Sartowitz stammt von der Familie Schwerin in Erfüllung des väterlichen Testamentes. Schwerin gehörte nun zu denjenigen Regimegegnern, die nach allem, was wir wissen, mit am frühesten wusste, was die Nationalsozialisten eigentlich anrichteten. Er erlag nicht dem Sog der Nationalsozialisten, sondern er blieb wach für die Wahrnehmung der Kosten, die jene Erfolge verursachten, die die Nationalsozialisten für sich proklamierten. Er weiß, dass die Nationalsozialisten seit dem ersten Tag ihrer Herrschaft an Verbrechen begehen. Er ist offensichtlich in der Lage wahrzunehmen, welche Dynamik diese Verbrechen entwickeln. Und vor diesem Hintergrund entscheidet er sich dann als einer der allerersten für den radikalsten Schritt des Widerstandes, der darin besteht, dass man den Tod Hitlers nicht nur wünscht, sondern herbeizuführen sucht. Herbeizuführen sucht mit diesem Tod Hitlers auch den Umbruch des Systems. Und Schwerin ist nach wirklich glaubwürdigen
Überlieferungen seit 1935 davon überzeugt, dass die Befreiung vom Nationalsozialismus eine ganz entscheidende Voraussetzung in der Ausschaltung, in der Tötung Hitlers hat. Eigentlich war von seiner Geburt her ein ganz anderes Leben vorgezeichnet. Für ihn ein Leben in sehr festgefügten sozialen Ordnungen. 1902 als Sohn des Diplomaten Ulrich Graf von Schwerin in Kopenhagen geboren, verlebte er die ersten Jahre im Ausland. Trat 1919 in die humanistische Klosterschule Roßleben ein. Freunde, die er dort gewann, wurden später Mitverschworene, so Peter Jorck. Ab 1921 studierte er Landwirtschaft, erbte 1926 die Güter Göhren in Mecklenburg und Sartowitz in Polen. Seit dieser Zeit beschäftigte ihn das Problem der deutschen Minderheit in Polen. In Westpreußen lernt Schwerin Marianne Sahm kennen, Tochter des Senatspräsidenten von Danzig und späteren Oberbürgermeisters von Berlin, Heinrich Sahm. Als er sich mit meiner Schwester verlobte, war er 24 Jahre alt, hat er in dieser Zeit um seinen Besitz gekämpft. Die Polen versuchten auch, ihn zumindest zu reduzieren. Er hat sehr aktive Verhandlungen sowohl in Warschau wie in Berlin geführt. Und ich würde sagen, dass er die ganzen Jahre seitdem, wir ihn kennen, er immer sich für die Belange der deutschen Minderheit in Polen eingesetzt hat, damit sie ihre Rechte als polnische Staatsbürger auch voll in Anspruch nehmen konnten. 1928 heiratete er Marianne Sahm. Sie lebten abwechselnd in Sartowitz und Göhren, den Gütern, die Schwerin als Landwirt engagiert verwaltet. 5 Söhne wurden geboren, der älteste Wilhelm 1929, 4 Jahre später Christoph. Albrecht starb 1939, nur einen Tag alt. Hans Henning lebte von 1937 bis 40. Der jüngste, Detlef, kam im Juni 44 zur Welt, wenige Wochen vor der Verhaftung des Vaters. Die Taufe von Hans Henning wurde 1937 im großen Familienkreis gefeiert. Das Familienglück schien ungetrübt. Nichts deutete auf die geheimen Aktivitäten Schwerins hin. Zu Gast waren, nicht nur bei der Taufe, die Schwiegereltern Schwerins, Sahm, und die Geschwister seiner Frau, so Ulrich, der seinem Schwager Bewunderung und Respekt zollte. Er und die beiden ältesten Söhne können sich noch an die sorglose, glückliche Zeit auf dem Lande erinnern, an das Schloss, das unmittelbar nach Kriegsende mutwillig in Brand gesetzt wurde. Hier oben stand das Schloss mit dem besten Blick in den von Lené angelegten Garten. Früher fuhr man über die Felder, um Gästen das zu zeigen, immer am späteren Nachmittag, weil dann die Sonneneinstrahlung die günstigste Farbe für die Felder gab und die Bestände, selbst wenn sie nicht so gut waren, immer gut aussahen. Wir haben viel zusammen unternommen, vor allen Dingen hier auf dem Lande, sowohl in Mecklenburg, hier in Göhren, als auch in Westpreußen. Er hat immer versucht, einem die Landwirtschaft näher zu bringen. Wir mussten lernen, wie Getreide als junge Pflanzen aussehen. Wir gingen mit auf Yacht. Wir haben auf den Fahrten von Mecklenburg nach Westpreußen meistens in Berlin Station gemacht bei den Großeltern. Da hat er uns die Stadt erklärt. Es war immer ein freudiges Zusammensein. Es gab natürlich dann später ganz bestimmte politische Ereignisse auch. Er nahm mich zum Beispiel mit auf die große Parade zum 50. Geburtstag von Hitler. Und wir saßen auf der Tribüne der Militärattachés. Vor uns saßen die Engländer und Amerikaner, links neben meinem Vater die Polen und rechts neben mir die Franzosen. Dann erklärte er mir immer, was dort unten bei der Parade geschah. 1939 war Schwerin bereits 4 Jahre im Widerstand aktiv. Nach außen führte er ein normales, im Dritten Reich anerkanntes Leben. Ich musste also an jedem HJ-Lager teilnehmen. Ich musste also den Dienst ausführen. Und das war meiner Ansicht nach alles eine Camouflage
der Bevölkerung gegenüber, dass er eben ein guter Nationalsozialist war und seine Kinder anhielt, das mitzumachen. Er ist 1935 Mitglied der NSDAP geworden, und zwar bezeichnenderweise im Bromberg, was im polnischen Korridor lag. Und das war nicht von ungefähr, weil nämlich seine Haupttätigkeit bis, sagen wir mal, in die Zeit des Nationalsozialismus herein, seine hauptpolitische Tätigkeit, die Interessenswahrnehmung des Deutschtums im polnischen Korridor gewesen ist, die Vertretung der Minderheitenrechte. Und dazu musste er mit deutschen Stellen, Regierungsstellen Kontakt haben. Im Dritten Reich war es dazu notwendig oder war es hilfreich, wenn man Mitglied der Partei war. Und das war die Ursache für seinen Parteieintritt. Man funktioniert in einem System, das wir häufig als totalitäres System bezeichnen. Das heißt, es greift nach allem. Es prägt alles. Und es verlangt auch eine Funktionsfähigkeit von dem Einzelnen, die häufig die Kraft des Menschenmöglichen überschneidet. Insofern ist es auch völlig unerheblich, ob er den Eindruck erweckte, dass er mal mit den Nationalsozialisten ging. Ich glaube auch nicht, dass das nun unbedingt Tarnung war, sondern das ist Existenz in dieser Zeit und eine Existenz, die bestimmte Grenzen einhalten will. Und das verbindet ihn wieder mit vielen anderen Regimegegnern. Sie alle bewältigen den wichtigen Punkt des Umschlags von der bedingungslosen Anpassung in die bedingungslose Opposition. Seine Gegnerschaft zieht sich seit diesem Mord von Potempa, seit 1932, durch sein Leben. Und er verlagert ja seine politischen Aktivitäten von der Unterstützung der, ja, wie es damals genannt wurde, Deutschtumsarbeit im polnischen Korridor, hin zu einer Arbeit im Widerstand. Er fängt an, sich nach allen Seiten zu orientieren, Gleichgesinnte sich anzuschließen, zu suchen. Und es formiert sich eben ein Freundeskreis, der mehr oder weniger in den 30er Jahren sich formiert und dann geschlossen den 20. Juli erlebt. Dieses Haus hier in der Hortensienstraße war eigentlich der wichtige Treffpunkt. Es ist interessant, dass aus diesem Kreis niemand verraten worden ist. Es gab keine Denunzierung. Und ich führe das darauf zurück, dass eben ein sehr starker und sehr langjähriger Zusammenhalt zwischen diesen Menschen bestand, zum Teil familiär bedingt. Es gab familiäre Beziehungen, verwandtschaftliche Beziehungen, aber auch aufgrund der Schulzeit, Studienzeit. Das waren Beziehungen, die weit vor dem Dritten Reich gegründet waren und die ganze Zeit durchtrugen. Und es ist natürlich auch so, dass die Menschen, Peter Jorg und mein Vater und seine Freunde, eigentlich einen viel größeren Kreis von Menschen kannten. Aber im Dritten Reich haben sie eben ihre Freundschaften konzentriert. Sie haben die Menschen, die nicht ihrer Meinung waren, ihrer politischen Meinung, auch aus Gründen der Sicherheit quasi abgelegt und nur noch mit den Menschen Kontakt gehabt und Gespräche geführt, von denen sie sicher sein konnten, dass sie nicht verraten wurden. Wir haben auch oft uns unterhalten über die Politik, über das Dritte Reich. Er hat mich damals, wie ich nach Roßleben auf die Schule kam, begleitet dorthin, und auf dem Lehrter Bahnhof, wie wir in den Zug stiegen, da musste man bis Naumburg fahren und dann umsteigen, traf er sich mit dem Grafen Schulenburg. Und sie gingen in ein Abteil rein, wo wir unsere Sachen hatten, und ich bekam den Auftrag, niemand reinzulassen, und stand vor der geschlossenen Tür. Dabei habe ich mir damals natürlich überhaupt nichts gedacht. Jetzt aber meine ich, sagen zu können, sie haben sich wahrscheinlich über Dinge unterhalten, und in einem Abteil auf dem Lehrter Bahnhof in einem Zug war keine Abhörmöglichkeit. Schwerin reiste viel, um Verbindungen herzustellen, Kontakte zu pflegen, kümmerte sich aber weiterhin um die Güter, lebte und arbeitete vorwiegend in Göhren. Eine ganze Reihe von Freunden meines Vaters war im Auswärtigen Amt, Adam Trott. Und zu denen hat er immer Kontakte gehalten. Und dadurch
war Göhren war dann nicht so ein Hindernis. Er ist auch sehr oft hier in Berlin gewesen. Mein Großvater Sam war ja bis 1936 Oberbürgermeister in Berlin. Er hat dessen Wohnung auch als Stützpunkt hier in Berlin gehabt und hat von dort aus agiert. Ein Landwirt ist weit ab von den Ereignissen, auch weit ab von den Einflüssen, die von Ereignissen ausgehen. Schwerin zeigt, dass Distanz von den Sogwirkungen der Zeit eine Voraussetzung für Aktivität ist. Es war ja im Grunde eine fast gleichaltrige Gruppe mit einer sehr gleichen, sehr ähnlichen Sozialisation, die dieses Beziehungsnetz des Widerstandes aufrechterhielt. Das Netz war konstant. Wir finden hier neben Schwerin etwa Persönlichkeiten wie Donani, wie Oster, die nie von ihrem Gedanken ablassen und gewissermaßen immer neue Knotenpunkte knüpfen. Das heißt, immer wieder neue entscheidende Leute in dieses Verschwörungsnetz hineinbeziehen. Und das ist seine Leistung, denke ich. Eine Leistung, die wir gar nicht hoch genug einschätzen können. Denn er ist derjenige, den der Gedanke nicht loslässt. Hitler muss weg. Das ist also nicht nur Treskow, der so denkt. Das ist nicht nur Oster, der so denkt. Und der immer wieder überlegt, wie kommen wir an dieses Ziel heran. Und da benutzt er nun eigentlich jede Chance, die sich ihm bietet, in seiner beruflichen Entwicklung. Dadurch zieht er immer wieder Leute heran. Er spürt gewissermaßen instinktiv die Bereitschaft seiner Partner, sich auch von Hitler zu distanzieren. Das ist eigentlich die große Fähigkeit, die er hat, eine ausgesprochene Menschenkenntnis. Und er versteckt sich niemals hinter seiner Mitverantwortung, sondern er trägt die Verantwortung. Er weicht nicht aus, er steht dazu. Und aus dieser Energie heraus ist er eigentlich seit 1938 bei jedem konkreter werdenden Attentatsversuch dabei. Er war ja Reserveoffizier, hauptberuflich Landwirt und dann eben Reserveoffizier. Als solcher ist er eingezogen worden. Und für ihn ganz wichtig war seine Freundschaft, die auch sagen wir mal, sehr alten Datums war, mit Hans Oster, der eben, wie gesagt, rechte Hand von Canaris war. Und Hans Oster hat dafür gesorgt, dass er in, sagen wir, für den Widerstand entscheidenden und interessanten Positionen hineinkam. Die erste Versetzung, die Hans Oster betrieben hat, war die Versetzung meines Vaters in den Stab von Witzleben, der damals Oberbefehlshaber einer Armee war, die den Angriff auf Frankreich vortrug. Und Witzleben wurde dann schließlich Oberbefehlshaber West. Und mein Vater war mit einigen anderen die Kernzelle des Widerstandes in dem Stab von Witzleben, bis Witzleben abgelöst wurde 1942. Oster hat auch die Versetzung betrieben meines Vaters von Utrecht nach Berlin im Februar 1943, wie eine, ja, ich will das mal sagen, Staatsstreichtruppe gebildet werden sollte. Und als diese Verfügungstruppe für einen geplanten Staatsstreich war die Division Brandenburg vorgesehen. Und dazu hat Oster den Herrn von Fuhlstein gewonnen als Kommandeur. Der wurde, trat sein Amt zum 1. Februar 1943 an. Und dann ging es darum, den Stab von Fuhlstein mit Offizieren zu besetzen, die dem Widerstand nahe traten oder nahe standen. Und einer dieser Offiziere oder der erste Offizier, der überhaupt unter dieser Überschrift gewonnen wurde, war mein Vater. Mein Vater lebte hier seit dem 24. November 1943 und es war dann, nachdem er und sein Freund Brückelmeier hier hergezogen sind als Bombenflüchtlinge aus Berlin, war es ein Treffpunkt für viele Gespräche und Menschen aus dem Freundeskreis. Also hier ist Görtler gewesen, hier ist Stauffenberg gewesen, in der Markgrafenstraße 5. Und eigentlich all diejenigen, die aktiv den 20. Juli vorbereitet haben. Mein Vater ist seit Ende November täglich von hier aus in die Großadmiral Prinz-Heinrich-Straße in sein Büro gependelt. Und das machte er im Wesentlichen mit der S-Bahn,
beziehungsweise wie die Gestapo recherchiert hat, sicher auch sehr häufig mit den Stauffenbergs Fahrer. Es ist belegt, dass Stauffenbergs Fahrer ständig zwischen der Tristanstraße, wo Stauffenberg lebte, hier und der Bendlerstraße pendelte. Stauffenberg kam am 9. September 1943 nach Berlin und ist direkt hier in dieses Haus eingezogen, was von seinem Onkel Uexküll angemietet worden war. Mein Vater lernte in der zweiten Hälfte September nach seinem Urlaub Stauffenberg kennen, vermutlich bei Peter York, und arbeitete seitdem eng mit ihm zusammen. Und zwischen den beiden Männern ergab sich offensichtlich so schnell so eine gute und, sagen wir mal, freundschaftliche Beziehung, dass sie sich sofort anfingen zu duzen, auch um, sagen wir mal, das Verhältnis zu begründen. Nach außen waren sie alte Studien- und Schulfreunde, was grundsätzlich gar nicht richtig war, sondern sie waren es war eine Freundschaft auf der Basis und vor dem Hintergrund des Widerstandes. Und hier die Tristanstraße war natürlich aufgrund der Persönlichkeit von Stauffenberg sehr schnell auch ein anderes Zentrum in Berlin für Menschen, die sich im Widerstand trafen. In der Goethestraße Berlin-Lichterfelde lebte Generaloberst Ludwig Beck, der 38 als Gegner von Hitlers Kriegspolitik von seinem Amt zurückgetreten war. Seit Herbst 1943 gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Beck und meinem Vater. Mein Vater hat Gespräche für Beck geführt, hat zum Beispiel, sind ja nur wenige Sachen letztlich bekannt, hat zum Beispiel die Liste der politischen Beauftragten, die im Auftrag von Beck zusammengestellt worden war, weitergegeben an, ich glaube in dem Falle, Jakob Kaiser. Also von Beck wurde angenommen, dass er von der Gestapo überwacht wurde. Zum Teil wurde Beck nur angelaufen von Carola Rüth, praktisch als Botin. Und deshalb hat Beck sich versucht, im Hintergrund zu halten und hat andere Menschen benutzt, unter anderem meinem Vater, um Gespräche zu führen und auch, Botschaften zu überbringen. Die Verschwörer planten den Ablauf des Attentats auf Hitler. Verbunden mit der Bereitstellung zuverlässiger Truppen für die Besetzung von Dienststellen, den genauen Ablauf der Aktionen, Nachrichtensperre, Formulierungen von Proklamationen, die Bestellung politisch Beauftragter in den deutschen Ländern, Kontaktaufnahme mit dem feindlichen Ausland. Und sie befassten sich mit der Regierungsbildung nach dem Umsturz. Und Beck hat dann, wie die Frage auftauchte, wie die Regierung, die neue Regierung aussehen sollte, das ganze Jahr 1943 ist ja darüber gesprochen worden, wie das Kabinett unter Görtler aussehen sollte, hat dann Beck meinen Vater im Herbst, Oktober, November 1943 gefragt, ob er, wie es in den Gestapo-Protokollen heißt, Becks erster Mitarbeiter sein wollte. Und mein Vater hat dann auf den Listen, die die Gestapo erstellt hat, als Staatssekretär unter Beck wurde er geführt. Er hatte mich 2 oder 3 Tage vor dem 20. Juli nach Berlin bestellt. Ich lebte damals in Prenzlau in der Nähe von Göhren, seinem westmecklenburgischen Gut, als Referendar. Und er hatte mich nach Berlin bestellt. Und wenn ich mir das jetzt rückblickend klar mache, hat er mich wahrscheinlich ab 21. Juli nach der Machtübernahme durch Beck als Reichsverweser als sein Vorzimmer, jungen Mann im Vorzimmer, benutzen wollen. Er war ja vorgesehen als Staatssekretär des Reichsverwesers und Chef des Bundespräsidialamtes, heißt es heute. Also eine sehr zentrale Funktion, die auch zeigt, welche eine zentrale Rolle er bei der ganzen Entwicklung des Widerstandes und der Vorbereitung des Staatsstreiches gehabt haben muss. Er brauchte mir ja nicht zu sagen, er kannte mich und er wusste, dass wenn er mich rufen würde, ich selbstverständlich zur Verfügung stünde. Und insofern brauchte ich nicht zu wissen und hat er mich auch nicht belastet mit irgendwelchem Wissen, was ja nur ihn und seine Freunde gefährdet hätte. Die Familie wusste nichts. Regelmäßig fuhr Schwerin nach Göhren, feierte den 60. Geburtstag seiner Schwiegermutter in Dresden. Normalität nach außen bestimmte sein Auftreten und Handeln. Nur seine Frau Marianne ahnte etwas. Ich wusste das, aber alles nur so sehr heimlich, nicht ganz genau alles.
Aber wir lebten doch darauf hin immer. Und im letzten Jahr kam er ja sehr oft von Berlin zum Wochenende. Und da wurde immer ein Abschiedsfest gefeiert, jedes Mal, mit Abendkleid und dem Besten, was wir noch bieten konnten, und Wein, weil es, mein Mann immer sagte, es könnte das letzte Mal sein, nicht wahr? Und ich kann jederzeit wegen Hochverrat verhaftet werden. Am 20. Juli war er in seinem Büro in der, damals hieß es Großadmiral Prinz Heinrich Straße, in der Passierscheinhauptstelle. Und mit ihm zusammen haben auf den Ausgang des Attentatsversuches gewartet Berthold Stauffenberg, der Bruder von Klaus, der auch in der Nähe von Berlin arbeitete, in Bernau, und Fritz Dietloff Schulenburg und sein anderer Freund Peter Jorg. Diese vier Männer waren zusammen im Büro meines Vaters, haben gewartet auf die Nachricht, die dann schließlich kurz nach 15 Uhr telefonisch bei meinem Vater ankam. Die Absprache war so, es hat ja drei bzw. zwei Termine vor dem 20. Juli gegeben, an denen ein Staatsstreichversuch unternommen worden ist, 11., 15. und 20. Juli. Und es gab ein festes Szenario, wer was zu machen hatte. Und eine Aufgabe für meinen Vater war, Beck hier von der Goethestraße abzuholen und in das Allgemeine Heeresamt bzw. das Amt des Befehlshabers des Ersatzheeres zu bringen in die Bendlerstraße. Und das hat er am 20. Juli auch gemacht, sobald er das Telefonat aus Rangsdorf von Haften bekam, dass der Staatsstreich stattgefunden hat bzw. das Attentat in der Wolfsschanze. Ist er kurz nach 3 Uhr am 20. Juli hierher gefahren, hat Beck abgeholt und ihn in ziemlich rasanter Fahrt, wie Beck hinterher lachend sagte, in die Bendlerstraße gebracht. Seine Freunde Stauffenberg, Berthold Stauffenberg, Fritz Dietloff Schulenburg und Peter Jorg gingen diese 5 Fußminuten hinüber in die Bendlerstraße, in die Büros von Olbricht und Stauffenberg. Die Geschehnisse dieses Abends sind ja bekannt. Mein Vater und Fritz Dietloff Schulenburg hatten einige junge Ordonnanzoffiziere zur Verfügung, die zum Teil Sicherungsaufgaben übernahmen, zum Teil auch Offiziere verhaftet haben. Das Ganze brach zwischen 23 und 24 Uhr zusammen. Mein Vater war in der Bendlerstraße mit seinen Freunden und wurde in der Bendlerstraße verhaftet. Und in der Nacht erstmal in das Gestapo-Hausgefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße verbracht. Das war so überfüllt, dass sie noch am Vormittag des 21. verlegt wurden. Mein Vater mit einigen Leuten, zum Beispiel zusammen mit Schulenburg und Kleist, dem jungen Kleist, und zwar nach Drögen bei Ravensbrück. Und dann noch am gleichen Tag, am 21. von Drögen nach Ravensbrück in den Gefängnistrakt des Frauenkonzentrationslagers. Und von Ravensbrück sind sie dann wieder zu den Vernehmungen nach Berlin zurückgebracht worden, auch mein Vater. Mein Vater war dann teilweise in der Lehrter Straße. Da gab es einen Sondertrakt für Gefangene, die mit dem 20. Juli im Zusammenhang hingen. Und dann wieder ins Hausgefängnis der Prinz-Albrecht-Straße der Gestapo. Zur gleichen Zeit wurde in Göhren eine Entenjagd mit vielen Gästen veranstaltet. Da war ein großer Familienkreis, so wie das auf dem Lande so ist. Alte Tanten waren da und sowas. Und da kam, nun weiß ich nicht mehr genau, ob es der Christoph oder Wilhelm kam von draußen und erzählten plötzlich. Und da wusste ich, dass dann Schluss war, und dann habe ich mit aller Kraft mich entfernt aus diesem großen Verwandtenkreis, bin ins Badezimmer gegangen, mich eingeschlossen und geheult wie ein Schloss. Und dann habe ich natürlich nie was gesagt mehr. Ich wusste natürlich nichts davon, dass mein Vater daran beteiligt war. Das habe ich mir eigentlich erst aus Vorgängen zu Hause nervöser Aktivitäten und Vergraben von Wertgegenständen im Wald,
Das ist alles zwischen dem 20. Juli und der Verhaftung am 7. August. Erst dann, wie wir dann verhaftet wurden, war mir eigentlich wirklich klar, dass er irgendwie involviert sein musste. Am 21. Juli, als ich eben nach Berlin reiste, ich hatte die Nachricht im Radio am Vorabend gehört und traf in seiner Dienststelle seinen Burschen, der mir erzählte, dass der Herr Graf am Abend vorher in der Bendlerstraße gewesen sei und nicht mehr wieder rausgekommen sei und er nehme an, der wohl verhaftet war. Und dann hörte ich an demselben Tage, dass der alte Feldmarschall von Witzleben dabei gewesen sein sollte, für den er mehrere Jahre in Paris als Ordonnanzoffizier tätig war. Und da war mir schon klar, dass er dazugehörte. Ich bin dann zurückgefahren zu meiner Schwester, die nicht bestätigen konnte, aber sehr sicher war, dass er dazugehört. Also sie war sehr gefasst, sie war sehr ruhig. Sie hatte ja nun dieses ein Monate alte Baby, das sie natürlich sehr stark in Anspruch nahm. Hatte auch die beiden älteren Söhne, für die sie sorgen musste. Es gab aber sonst niemand in der Familie, und meine Mutter wohnte bei ihr, als verwitwet. Und es gab niemand in der Familie außer mir, der ihnen beistehen konnte, denn mein Bruder war gefallen und ein anderer Schwager war irgendwo an der Front. Ich bin dann in seine Wohnung nach Potsdam gefahren und habe dort seine ganzen Papiere durchsucht, ob irgendwelches Material wäre, was vielleicht der Polizei nicht in die Hände fallen sollte. Habe eine Denkschrift gefunden, die ich im Klo verbrannt habe. Sonst aber nichts. Ich habe in Berlin vor allem mit Graf Schwerin von Krosigk, dem Reichsfinanzminister, Fühlung genommen. Das war ein Vetter meines Schwagers. Aber an sich war ein vollkommener Bruch zwischen den beiden eingetreten. Das habe ich von meiner Schwester gehört. Mein Schwager hatte ihm einige Jahre vorher gesagt, er müsse zurücktreten. Er dürfe diesem Regime nicht mehr dienen. Und das führte zu einem Bruch zwischen diesen beiden Männern, weil Schwerin Krosigk natürlich nicht bereit war, seinem Führer nicht mehr zu dienen. Er hat dann aber nach dem 20. Juli ganz offensichtlich das Gefühl gehabt, hier müsse er helfen. Und ich habe in ihm einen Helfer gehabt, wie man ihn sich besser nicht wünschen kann. Er war Reichsminister, er saß oben und er war Tag und Nacht für mich telefonisch oder persönlich zugänglich. Ich reiste ununterbrochen hin und her. Ich war in seiner Wohnung, habe da was verbrannt und dann bin ich wieder weg. Und zwei Tage später kam ich wieder hin und da war gerade Haussuchung. Und die Gestapo war im Haus und beauftragte mich, mich auf einen Stuhl zu setzen und abzuwarten. Und nach 3 Stunden sagten sie, sie müssten mich mitnehmen. Es wäre noch, müsste noch untersucht werden und brachte mich ins Polizeigefängnis in Potsdam. Die Eisentür schlug zu und ich wusste ja nicht, was mit mir passieren würde. Denn bei diesem Regime hatte man ja keine Ahnung, ob man je überhaupt rauskommt da oder ob man ins KZ kommt oder was mit einem passierte. Den Familien der Verschwörer drohte Sippenhaft. Hitler hatte von Ausrottung gesprochen. Sam wandte sich an Schwerin Krosigk. Er hat aus diesem Grunde einen Brief an Hitler geschrieben, in dem er schrieb, dass er das erste Mal in seinem Leben als Minister ihn eine private Bitte äußerte. Er bitte nicht um den Schwerin, wenn er schuldig sei, müsse er bestraft werden, aber um seine Frau und seine Verwandtschaft. Und dann kam der ganze, dann schickte Bormann diesen Brief schickte Bormann diesen Brief an Kaltenbrunner, das war der Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Und die Antwort kam 20 Tage später, am 8. September, vom Gestapo-Chef Müller an Bormann, in dem er schreibt, dass Schwerin sei also ein übler Verräter und die Verhaftung seiner Frau und der Kinder sei absolut notwendig. Und er habe nicht die Absicht, Himmler deren Freilassung vorzuschlagen. Verhaftung war am 7. August und ich hatte mein Baby, lag noch im Bett morgens und da kamen also Gestapo-Leute und wollten mich sprechen. Eine NSV-Frau war dabei und dann hieß es für eine Nacht, sie brauchen nichts mitzunehmen, nur Waschzeug. Sie werden wahrscheinlich nur gefragt werden und dann ist Schluss. So war ich binnen 10 Minuten raus und nie wieder hingekommen. Und die Kinderschwester des Babys erklärte, wenn sie das Baby mitnehmen würden, dann würde sie auch mitkommen? Wenn sie nicht mit könnte, würde das Baby auch da bleiben?
Woraufhin die Gestapo sagt, dann kommen Sie halt mit. Dazu war das Auto aber nicht groß genug. Also wurde das Arrangement getroffen, dass mein zweiter Bruder und ich da blieben, oder hier in Göhren blieben, und den Auftrag bekamen, mittags mit dem Zug nach Neustrelitz zu kommen, wo wir dann von der Gestapo empfangen werden sollten. Ich versuche das den Menschen immer heutzutage zu erklären. Wir sind also mit selbst gekauften Fahrkarten ins Gefängnis gefahren. Der Kleinere blieb in dem Kinderheim und Wilhelm musste weg, weil er zu alt war. Und so kam er zu mir ins Gefängnis. Und da hatte ich eine ungeheure Angst, dass der Junge auch ein Verhör hätte, weil ich schon 3 Stunden Verhör hinter mir hatte. Und wir saßen dann in dem Raum, wo er eingeliefert war, mit dem Wärter daneben, auf so einer Bank ohne Lehne. Und dann habe ich mich wie eine Irre aufgeführt, ihn immer zu abgeküsst und ihn dabei immer zu ins Ohr was gesagt, was er sagen sollte. Und dann kam er aber zu mir in die nebenliegende Arrestzelle. Und die waren offen, die Türen, und nur eine Außentür abgeschlossen, sodass wir immer zusammen waren. Das Baby kam in ein dazugehöriges Kinderheim. Da waren wir im Garten des Kinderheims. Wilhelm arbeitete da ja. Ich hatte gerade das Kind genährt und Christoph war auch in dem Heim. Also wir saßen da im Garten und plötzlich wurden die beiden Großen ins Heim gewinkt. Da gingen sie nun hin und dann waren sie nachher weg. Auch nichts weg. Und dann kam schließlich ein Mann von der Gestapo und erklärte, sie wären also nun geholt worden. Und er wüsste auch nicht wohin. Er könnte sich denken in eine Napola. Und außerdem müssten sie einen anderen Namen führen, denn mit dem Namen eines Mörders könnten sie nicht leben. Für die wegen Hochverrats angeklagten Verschwörer stand das Urteil von vornherein fest. Hitler hatte nach dem Scheitern des Attentats verkündet, ganz kleiner Klüngel verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Am 21. August fand der Prozess gegen Schwerin statt. Angeklagter Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwaneberg. Sie heißen? Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwaneberg. Von wann rühren die ersten pessimistischen Beeinflussung, die auf Sie gewirkt hat? Präsident, ich kann das nur erklären mit der Autorität, die die Persönlichkeit von Generaloberst Beck auf mich persönlich ausübt. Was ist denn das für eine Autorität, die von Generaloberst Beck, wo Sie die Autorität des Führers durch ungeheure Taten bekräftigt vor sich stehen haben? Was war denn Beck da? Präsident, ich bin etwa im November von Generaloberst Beck gefragt worden, ob ich bei einer Umschwung sein erster ziviler Mitarbeiter werden wollte. Ob Sie sein erster ziviler Mitarbeiter werden wollten? Dabei muss er Ihnen das auch gesagt haben, was er werden wollte. Was wollte er werden? Staatsoberhaupt. Er wollte Staatsoberhaupt werden. Und Sie sein erster ziviler Mitarbeiter. Was haben Sie sich darunter vorgestellt? Habe angenommen, dass er eine Kanzlei. Ja, also eine Art Staatssekretär des Generalstatthalters. Denn er wollte ja als Staatsoberhaupt sich die Amtszeit des Generalstatthalters wählen. Sie müssen mit dem Polenfeldzug ein besonderes Erlebnis gehabt haben. Sind Sie nicht auch gerade eingesetzt gewesen in Westpreußen? Jawohl. Sie haben also eigene Heimat als Soldat unseres Führers befreien dürfen. Na, hier sind Sie dann. Stäben gewesen, wo waren Sie zuletzt? Zuletzt war ich hier in Berlin in einer Außenstelle des Generalquartierlaufes. Ja, also OKH, Sachbearbeiter. Präsident, was ich an politischen Erfahrungen persönlich gemacht habe, hat für mich mancherlei Schwierigkeiten in der Folge gehabt, weil ich ja sehr lange für das Deutschtum in Polen gearbeitet habe und aus dieser Zeit heraus ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Das ist eine... Aber nicht ein vielfaches Hin und Her, das Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen.
Wesentlichen gedacht, an die vielen Morde. Morde? Sie sind ja ein schäbiger Lump! Sprechen Sie unter der Gemeinheit! Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter? Herr Präsident, mein Ja oder nein auf eine klare Antwort! Nein. Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend! Mit Ihnen noch weiter. Für Motive, Gedanken, Ähnliches wie zur Unterhaltung hat ja auch keinen. Hat keinen zusammengesetzt. Dann setzen Sie. Ich habe versucht, nach der Verhandlung den Verteidiger ausfindig zu machen und habe dann diesen Mann aufgesucht. Ich kann mich an seinen Namen nicht mehr erinnern, weil er so leer war und so unbedeutend und so wenig in der Lage, bereit war er vielleicht, aber er war nicht in der Lage, irgendwas Substanzielles über meinen Schwager und die Verhandlung auszusagen. Mein Schwager hat natürlich vor Gericht und auch bei den Vernehmungen so wenig wie möglich überhaupt ausgesagt. Und wenn man die wenigen Worte, die in der Filmaufnahme, das Ganze ist ja gefilmt worden, von ihm erhalten geblieben ist, hat er gesagt, er wäre 1943 von General Beck dazu geworben worden, sozusagen. Das war natürlich völlig falsch, aber es war eine gute Schutzbehauptung, denn dadurch kam man nicht auf die Idee, dass er schon früher mit anderen Menschen zusammengearbeitet hat, und konnte sich dadurch jeden Drucks hinsichtlich des Ausplauderns von Namen und Ähnlichem enthalten. Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld. Ich bitte zu prüfen, ob ich als Soldat eine vaterländische Pflicht weiter erfüllen darf. Ja, sagen Sie mal. Wo denn? An der Front. An der Front? Damit eine Lücke in der Front entsteht? Sie hinüberlaufen? Und der Kamerad, der rechts von Ihnen steht und darauf wartet, dass links von Ihnen jemand ist, plötzlich sieht er eine Lücke. Sie, der Staatssekretär des Generalstatthalters des sterbenden deutschen Volkes, können Sie darauf eine Antwort geben? Nein! Können Sie dann diese Bitte aufrechterhalten? Ja oder nein? Nein. Nein. Dann setzen Sie hin. Wenn Schwerin zunächst Freisler mit der Tatsache der Morde in einer Weise konfrontiert, die Freisler nur noch den Ausweg lässt, Schwerin im wahrsten Sinne des Wortes niederzuschreien, dann hat er nicht nur einen Nerv getroffen, sondern er hat Mut gezeigt. In dieser Situation hat er einen Mut gezeigt, den wir kaum nachvollziehen können. Die zweite Passage zeigt etwas, was wir häufig verdrängen, nämlich die Freude auch des Widerstandskämpfers am Leben. Lebensfreude, die sich nicht bewähren, die sich nicht realisieren kann, die äußert sich oft als Angst. Die äußert sich oft als Angst. Und ich habe diese Passage auch immer als Ausdruck einer Angst interpretiert, einer Angst vom Tode interpretiert, die wir bei manchem Regimegegner finden und mit der wir ganz schwer umgehen können. Das ist nicht die Kapitulation, sondern das ist gewissermaßen der Versuch, nochmal nach jenem Halm zu greifen, der einen von der Grenze, an der man ja unweigerlich steht, wie wir wissen, in dieser Situation zurückhält. Hier sind Menschen, die sind wirklich so wie wir alle. Das sind Familienväter, die sind glücklich verheiratet, die haben eine Verantwortung für ihre Frau, für ihre Kinder. Da ist sogar noch eine besondere Verantwortung, weil da ganz kleine Wesen nachwachsen, die nun ohne diesen Vater, der mutig war und der sich geopfert hat, aufwachsen. Im Namen des deutschen Volkes, Fritz Thiele, Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld,
und Ludwig Freier von Leonroth verrieten eidbrüchig ehrlos, statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk, dem Führer folgend, den Sieg zu erkämpfen, so wie noch niemand in unserer Geschichte das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Den Meuchelmord an unserem Führer setzten sie ins Werk. Feige dachten sie alle, dem Feinde unser Volk auf Gnade und Ungnade auszuliefern, es selbst in dunkler Reaktion zu knechten. Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Das übereinstimmende Zeugnis, auch von Menschen, die ihn gesehen haben, kurz vor der Hinrichtung, wirklich wenige Minuten vor der Hinrichtung, war, dass er sehr gefasst war und sehr ruhig seinen Weg in den Tod gegangen ist. Und das ist für uns als Familie eigentlich sehr tröstlich, dass diese Haltung meines Vaters nicht verzweifelt war, und was ja durchaus in so einer Situation vorstellbar ist, sondern eben gefasst im Tod ins Gesicht gesehen hat, der sich ja seit vielen Monaten für ihn abgezeichnet hatte. Und dieses Zeugnis spiegelt sich auch in seinem Brief, der in keinster Weise verzweifelt ist, sondern eigentlich eher nach vorne gerichtet ist und meiner Mutter und uns Söhnen etwas sagt, wie er sich das weitere Leben von uns als Familie vorstellt. Dass ich ungebeugt in den Tod gehe, in dem festen Bewusstsein, nichts für mich und alles für mein Vaterland gewollt zu haben, das muss dir immer Gewissheit bleiben. Und das musst du den Söhnen immer wieder sagen. Du weißt, dass zu allen Zeiten mein Handeln auf Deutschland ausgerichtet war. Als Schwerin am 8. September in Plötzensee hingerichtet wurde, saß seine Frau noch im Gefängnis. Hab dann versucht, eine Besuchserlaubnis zu kriegen, um ihr den Tod auch mitzuteilen. Da habe ich den Herrn Huppenkoten, ein hoher Gestapo-Funktionär, in Berlin aufgesucht. Der hat mir gesagt, das wäre gar nicht nötig, den Tod könnte ich ja schriftlich mitteilen. Und die Kinder wären in guten Händen, das wäre nicht nötig, dass ich mich da weiter darum bekümmerte. Die Gestapo hatte sie in das nationalsozialistische Kinderheim Bad Sachsa gebracht, zusammen mit anderen Kindern von Widerstandskämpfern. Sie kamen zu Gleichaltrigen. Für den kleinen Christoph war die plötzliche Trennung von Mutter und Bruder besonders schmerzlich. Dazu gab es strenge Vorschriften. Ich durfte auch meinen Namen nicht sagen und durfte auch niemand fragen, wie er denn heißen würde. Und das war ja dann ganz schnell, also überall bekannt. Da ist ja die berühmte Geschichte passiert mit meinem jüngeren Bruder, der eine Lederhose von mir trug, eine kurze Lederhose. Und die waren ja natürlich von meiner Internatszeit alles gezeichnet. Und immer wenn irgendjemand Neues traf, machte er vorne die Klappe auf, sagte, willst du mal sehen, wie ich heiße, steht da drin. Und wir wussten innerhalb von wenigen Tagen, die Älteren sowieso, also alles so ab 14 bis 10, wir wussten jeder, wer war. Wilhelm und Christoph wurden am 7. Oktober 1944 zu ihrer Mutter zurückgebracht, die am 5. Oktober aus dem Gefängnis entlassen worden war. Gründe wurden nicht genannt. Und warum er nun letztlich Himmler nicht den Tod der Familienangehörigen gefordert hat und auch umgesetzt hat, hängt mit dieser sehr seltsamen Verständnis von Himmler von wertvollem nordischen Erbgut zusammen. So kann man das verkürzt darstellen. Er sagte, es gibt Äußerungen von Himmler, die eben sagen, dass die Kinder dieser Verschwörer letztlich erbmäßig so hochstehend seien, dass man sie doch erhalten sollte, wenn auch in einem anderen sozialen Kontext. Insofern wurden die Kinder kriegten ja alle anderen Namen. Meine Brüder wurden in Seifert umgetauft und sollten unter diesen neuen Identitäten ihr wertvolles Erbgut dem deutschen Volk erhalten. Meine Schwester konnte ja nicht nach Hause zurück. Das Vermögen war beschlagnahmt, das Haus war versiegelt. Und ich musste eine andere Unterkunft für sie suchen, auch für meine Mutter. Das ist mir dann auch bei sehr wohlwollenden Freunden gelungen. Und da kamen sie dann unter
Das Kriegsende verlebte Marianne Schwerin nicht mehr bei den Arnims, Verwandten, die die Verfemte aufgenommen hatten. Im Februar floh sie in den Westen, fand Aufnahme bei Verwandten in Tülsen bei Salzwedel. Wir kamen ja dann sehr schnell nach Lüneburg und haben dort von der Stadtverwaltung, von der englischen Besatzungsbehörden doch sehr schnell Unterstützung bekommen in Form, dass wir uns Wohnraum zugewiesen wurde. Die finanzielle Seite hat wohl sehr viel länger gedauert, bis die einzelnen Institutionen, die Behörden, das Land Niedersachsen, das Hilfswerk 20. Juli in die Gänge kamen. Und zwischendurch sind eben gewisse Sachen verkauft worden. Und mein Mann hat immer gesagt, du musst die Kinder so erziehen, dass sie auch in einer Dreizimmerwohnung glücklich sind, sein können. Und wir hatten nachher nur ein Zimmer. Das ging auch. Die ersten Jahre waren doch sehr hart. Nichts zu essen, kein Geld. Die rührende Kinderschwester, die immer noch mit war, die kriegte kein Gehalt. Und der Wilhelm, der Älteste, kam dann als Knecht auf einen Hof und hat da gearbeitet, weil es noch keine Schule gab. All diese Familien und auch meine Familie sind natürlich, haben sich in den Jahren danach damit auseinandersetzen müssen. Und es war für uns wichtig und für unseren Lebensweg in einer gewissen Weise. Und ich denke, bei mir war diese sehr starke Beschäftigung mit dem Schicksal meines Vaters und den Umständen auch relativ entscheidend für mein Studium. Ich bin ja Historiker geworden, habe Geschichte studiert, Geschichte und politische Wissenschaft. Und ich denke, das ist ziemlich deutlich auf dieses, sag mal, familiäre Schicksal zurückzuführen. Grundsätzlich denke ich, ist eben, dass dieses Schicksal meines Vaters zeigt, was für eine Haltung man gegenüber dem politischen Vorgängen einnehmen muss, dass man sich nicht zurückziehen kann, dass man die Dinge nicht einfach hinnehmen kann, dass man kritisch hinterfragen muss und dass man natürlich auch, das ist sozusagen die schwierig zu erfüllende Konsequenz, dass man persönliche Konsequenzen ziehen muss. Und das ist die schwierige Aufforderung, die das Handeln meines Vaters letztlich uns allen mitgegeben hat. Wilhelm Schwerin hat das Gut des Vaters in Göhren nach der Wende wiederbekommen, trat das Erbe an. Zu DDR-Zeiten war Göhren eine LPG. Die Ställe, das Verwalterhaus, blieben im Gegensatz zum Schloss stehen, sind aber teilweise fast verfallen. Was immer machbar ist, versucht Schwerin instand zu setzen. Er pflegt den Park. Von Grün überdeckt, zugewachsen in den letzten Jahrzehnten, finden sich Reste von Mauern. So die Gräber seiner verstorbenen Brüder. Vor allem aber ist er bemüht um den Erhalt der Kirche, in der Schwerin der letzte Patronatsherr war. Das Vermächtnis, was diese Kirche auch für mich mit sich bringt, ist die Aufrichtigkeit meines Vaters, mit der er alle Probleme im Leben angegangen ist, ob sie nun privater Natur waren oder ob sie sich auf die Kindererziehung bezogen oder ob sie die wirtschaftliche Situation der Betriebe beinhaltete oder aber ob sie natürlich seine politische Tätigkeit und seine große Hingabe, das Recht und die Gerechtigkeit in unserem Volke, in unserem Vaterland wiederherzustellen, ob sie sich darauf bezog, das alles gibt diesen Rahmen. Es hat mich beeinflusst, dass sein Rechtsempfinden sich verband mit seinem christlichen Glauben. Er war ein christlich denkender Edelmann, der sein ganzes Leben darauf aufgebaut hat,
dafür gelitten hat, dafür gestorben ist. Und dies, meine ich, ist schon ein unendliches Erbe, was man dort übernommen hat, was ich dort übernommen habe. Das Vermächtnis geht auf die nächste Generation über. Der Enkel Schwerins trägt gemeinsam mit dem Enkel Stauffenbergs den Kranz zur Gedenktafel im Bendlerblock anlässlich des 40. Jahrestages des Attentats am 20. Juli. Die Ehrung des Widerstands wurde zur nationalen Aufgabe. Schon Jahrzehnte im Westen, erst verspätet, kurz vor der Wende, wurde auch in der damaligen DDR der militärische Widerstand eines Stauffenberg anerkannt. Die Partei, die SED, hat damals von sich aus im Park einen Gedenkstein errichtet. Und solange, bis dieser Gedenkstein nicht wirklich stand, der ist im November 1987 errichtet worden, konnten wir auch diese Tafel hier nicht aufhängen, weil die SED natürlich das Erstgeburtsrecht hatte wohl. Und wie wir dann, wie der Gedenkstein stand, sind wir gleich zur Behörde gegangen. Was heißt wir? Die Gemeinde und der Pastor hat das von sich aus gemacht und alles hier in Gang gesetzt. Dann habe ich die Platte machen lassen, gießen lassen. Und dann sind wir mit einer Einfuhrgenehmigung zum 85. Geburtstag meines Vaters am 21. Dezember 1987 hierher gefahren und haben die Platte hier eingeweiht. Es war das erste Mal, dass wir alle hier zusammen wieder in der Kirche waren. Wir haben hier gesessen in dem Gestühl. Der Landessuperintendent auf dem Stuhl meines Vaters, meine Mutter auf ihrem Stuhl. Und es war ein großes Ereignis. Die christliche Grundeinstellung, der feste Glauben, die Fürsorge für andere Menschen und auch die Liebe zum Beruf, die Liebe zur Natur, eigentlich sind doch alles Ausflüsse aus dem, was mir hier in Göhren beigebracht worden ist. Das ist sicher das Weiterführen eines geistigen Auftrages des Vaters.